Stirbt er niemals, oder was? Dann. Ich glaube, wenn man einfach nur die Zeit, die ich auf Monster gewartet habe, dass sie sterben, aus allen Robot-Folgen zusammennimmt, da könnte man so ein, keine Ahnung, ein 10-Stunden-Video draus zusammenschneiden. Und ja, dann würde ich jetzt mal andere Maßnahmen ergreifen. Der Button wäre übertrieben. Lebenselixier können wir mal benutzen. Schleuder kriegen wir so schnell nicht angewendet. Dann wieder unser Standardtrick, ne? Aber ich habe mir nicht überlegt, was ich jetzt tun möchte. Boah, ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich könnte versuchen, die Schleuder zu benutzen. Boah. Ich glaube, das war eigentlich mein Plan, aber ich habe es dann voll vergessen. Ich habe es nochmal unnötig spannend gemacht, aber hat ja funktioniert. Okay. Den hier umgehen wir mal weitläufig. Hier müssten wir jetzt das einfach zum Ende schieben können, ne? Ist ja auch ganz nett. Gibt's denn irgendwas, was wir hier nicht brauchen? Ich mampf einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich schneller macht. Aber vor allem möchte ich jetzt. Genau. Munition. Jetzt haben wir. Ja, genug Munition. Können dann hier das wegschießen und noch mehr Munition, weil wir müssen ja nur 7 Mal schießen und kriegen dafür 12 Munition. Ja, auch wieder ganz cool. Also letztendlich ist das hier so eine Art Angebot. Na, was heißt Angebot? Nee, eine Belohnung. Wenn du zu diesem Zeitpunkt noch 7 Munition hast, kriegst du 5 dazu. Aber nur, wenn du 7 hattest. Ich frage mich, ob es auch andersrum geht. Also ob man nur mit den Optionen, die man hat. Stimmt, mit Armutsteleporten, ja. Also ob man nur mit diesen Optionen, mit den Bausteinen, die man zur Verfügung hat, die wir bisher kennen, ob man damit auch andersrum die Situation erzeugen könnte, dass nur wenn du höchstens so und so viel Munition bei dir hast, kriegst du was dazu. Ich glaube, das könnte man mit ein paar Teleportern und so letztendlich genau so bauen, dass du irgendwie Munition verdienen kannst, aber nur, wenn du höchstens so und so viel bei dir hast. Ja, jetzt haben wir viel Munition. Und ich würde sagen, wir speichern mal. Warum haben wir nur 6? Hatten wir nicht eben 7? Hier ist eine. Ja, wir müssen jetzt oft speichern. Vor allem, weil ich. Oh, ach hier. Oh. Ach, das ist noch der Button. Okay, da war nur ein Schalter. Den wir auch wieder nicht benutzen können.
Erstmal möchte ich dann hier noch. Diesmal benutzen wir es in der Mitte. Was ist das? Ah, das Skateboard. Es lässt dich bestimmte Felder überwinden, die du vorher verschoben hattest. Ja, endlich. Ich verstehe zwar überhaupt nicht, warum man über Trampolins am besten mit einem Skateboard kommt, aber vielleicht sind es auch gar keine Trampolins. Ich habe das immer so als außenrum, so als Gerüst und in der Mitte als Netz gedeutet. Aber hey, wir kommen durch diese Felder und oh, jetzt geht's wieder weiter. Ja, müssen wir den Schalter mitnehmen? Wir haben so viel Zeug, ne? Wanderschuhe, Skateboard. Weiß gar nicht, was man noch ablegen kann. Schlüssel. Sollte man nicht diesen Raum ohne Schlüssel betreten? Können wir vielleicht gleich mal probieren. Aber wir kommen eh nicht mehr zurück, ne? Die Türen gingen ja hier nur in eine Richtung auf. Die Sachen hier würde ich ungern hier lassen. Das kann man dann mal ablegen. Pflanze und Sichel benutze ich so selten. Ich sehe mal eine Pflanze hier. Oh, wir haben zwei Kompässe. So ein Rucksack ist echt zu klein. Also für einen größeren Rucksack würde ich ja einiges geben. Ach, mampfen wir vielleicht noch ein bisschen. Können wir jetzt? Ja. Und der einzig sinnvolle Weg geht nach oben, ne? Und oben müssen wir aber kämpfen. Oder wir locken sie in Elektrozäune. Oder wir versuchen da schnell irgendwas zu bauen. Aus Tangram-Teilen. Das schaffen wir. So. Ah, wenn da gleich in den Elektrozaun läuft, dann ist natürlich auch wieder doof. Machen wir hier mal weiter. Okay. So. Ach, unten. Können wir durch. Buchstaben sammeln, ne? Schlüsselnummer. Was ist das? 4? Haben wir den? Nee, den haben wir noch nicht. Müssen aber was ablegen. Okay, was lassen wir hier? Haben wir 3 Leben? Ja. 6 Speicheruhren. Lampe brauchen wir doch nie. Brauchen wir nie? Ich weiß nicht. Können wir nicht mampfen? Okay. So geht's. Wieder ein bisschen was gemampft. Und ja, wir laufen jetzt quasi die Runde zum zweiten Mal. Diesmal kommen wir hier in die ganzen, an die ganzen Pakete ran. Und wann habe ich zuletzt gespeichert?
Das Geheimlager. Welches war das Geheimlager? Ist das hier neben uns? Wie macht man das? Szenentext? Ja. Wir haben im Geheimlager gespeichert. Von daher werde ich hier nicht nochmal speichern. Hat er jetzt was für uns? Der hat nie was. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Ach nee, wir kommen hier nicht durch. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommen wir hier nicht durch. Oder mal hier. Der Durchgang zur Grabstätte. Mal ein bisschen warten. Und jetzt zack ein. Bisschen warten. Und jetzt. Na, hat nicht gereicht. Boah, er war in dem Dings drin. Ne, reicht nicht. Er muss näher dran stehen. Oder ich muss langsamer gehen. Wir könnten auch versuchen, die zu verschieben, ne, in die Monster. Warum? Nur mal zur Sicherheit, falls er zu uns kommt. Ich wusste gar nicht, dass sie... Ah, dass sie nicht sterben. Sagen, wir sind mal ordentlich und beseitigen die anderen Monster auch noch. Kriegen wir das hin? Moment, ich mach mal so. Ablegen und gehen. Ablegen. 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 Hä? Der hat meinen Blaumann eingesammelt? Krieg ich den jemals wieder? Komm, ich lasse ihn jetzt da sterben. Und ich hoffe, ich krieg meinen Blaumann wieder. Boah, das wäre ja doof. Das wäre ziemlich gemein. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich direkt davor stehe. Ach, er ist durch die Dings abgelenkt. Durch die Doppelgänger. Auch doof. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe.
Ja, tut mir leid. Also nicht um dich, um den Blaumann tut es mir leid. So Mist, ey. Grabstätte des Burgherren. Wir hatten ja vorher gespeichert, also ich guck noch mal ein bisschen weiter rum. Da gibt's ein Orakel. Ach, jetzt sind wir hier. Ist ja auch toll. Hier ist also die Grabstätte des Burgherrn. Aber das bringt uns gar nichts, hier zu sein, ne? Absolut gar nichts. Und da kann man oben auch nicht raus. Ne. Okay, dann können wir sowieso neu laden. Ein Geheimlager. Genau, das Skateboard. Ah ne, das hatten wir noch nicht. Das gab's da unten. Wobei, ich glaube, anstatt jetzt weiterzuspielen, ich mache das dann in der nächsten Aufnahme stattdessen. Ja, mache ich es in der nächsten Aufnahme. Oder können wir jetzt noch irgendwas erreichen in der kurzen Zeit, bevor wir speichern? Also nee, ich will ja nicht nochmal speichern. Bin auch schon ziemlich müde. Weil ich halt immer noch mein Dings Schlafrhythmus mache. Aber wenn wir hier zuletzt gespeichert haben, mal kurz überlegen. Ja, nee, also ich werde jetzt sowieso nichts mehr machen, was dann irgendwie speicherwürdig ist. Okay, dann beende ich hier die Aufnahme und ach so, wie viel, was haben wir denn jetzt für einen Tag? Ich muss mal überlegen. 30. Dann ist also morgen Silvester, ja? Okay, also mal gucken, ob ich noch schaffe, weiter aufzunehmen. Ich werde über die Ferien nichts aufnehmen können. Jetzt ist gerade der 20. und ich guck mal, ob ich dann vor Heiligabend noch eine Aufnahme hinkriege, sodass auch noch über Silvester neue Folgen kommen. Wenn nicht, dann wisst ihr, dass ich es nicht geschafft habe. Ja. Und ja, dann, wenn nicht, dann würde ich euch halt jetzt schon was sagt man, guten Rutsch wünschen, aber vielleicht sehen wir uns ja morgen nochmal. Also, bis dann.